Stille, meine Lieben, ist die natürlichste Sache der Welt. In Wirklichkeit sind Sie und ich nichts anderes als Stille. Alle anderen Wahrnehmungen, die wir haben, sind vorübergehende Natur und an sich nicht wirklich. Damit ich nicht die Freude am Leben liebe. Denn auch das Temporäre, das Vorübergehende, besitzt große Schönheit. Der Blumenstrauß hat eine vorübergehende Schönheit, die uns anzieht. Und der Eros zieht auch Insekten an und der Fortbestand der Pflanzen ist gesichert. So geht auch Ihre Wahrnehmung, nämlich die Wahrnehmung Ihres Gehirns, lediglich der Evolution. Ihr Gehirn kommt mit einem sehr reichen Erfahrungsschatz auf die Welt. Und die Erfahrungen werden im Laufe des Lebens noch weiter ausgeprägt. Diese Erfahrungen dienen lediglich dazu, sehr alte Hypothesen der Evolution zu bestätigen. Ihr Gehirn ist sehr aktiv. Ihr Gehirn wird niemals still sein. Identifizieren Sie sich also mit Ihrem Körper, der leider oder zum Glück, je nachdem wie Sie das sehen, vergänglich ist, dann sind Sie vergänglich und haben sich auch mit der Bewegung des Gehirns identifiziert, mit Unruhe, mit Konzepten, mit Glaubenshaltung, mit Vorstellungen, mit Erwartungen, mit Enttäuschung, mit Freude und mit Leid. Buddha hat es auch schon gesagt, als wird sein zu mir, wenn ich zur gleichen Erkenntnis gekommen bin. Zumindest was Freude und Leid angeht. Was den Geist angeht, da sind Buddhisten viel verliebter in den Geist, sprich das Gehirn. Identifizieren Sie sich also mit Ihrem Körper, glauben der zu sein. Identifizieren Sie sich mit Ihrer Person, mit Ihren Erfahrungen, Stimmungen, Launen, mit dem, was Ihre Sinnesorgane Ihnen so verarbeiten, beurteilen, einteilen, lernen, geben. Dann leben Sie in diesem Spannungsfeld von Freude und Leid. Erkennen Sie jedoch, dass Sie in Wirklichkeit der Seinsgrund sind. Diese Stille, die allen unterliegt. Dann sind Sie frei. Was mögen Sie lieber? Freiheit oder das Spannungsfeld von Freude und Leid? Nun, erfahrungsgemäß sagen die meisten Menschen in ihrem Leben, entsprechend dem Programm, ich lebe, ich möchte das Spannungsfeld von Freude und Leid. Weil das einfach das Programm ist, das evolutionäre Programm, das Programm ihres Gehirns. Aber ich wiederhole, indem ich sage, sie sind nicht der Körper,
Sie sind nicht das Gehirn. Und sie sind auch nicht die Person. Das sagte Kun Gong im Gegensatz zu vielen anderen Lehrern. Lehren Sie nicht, ermutige, an Ihrer Person herumzudoktern, diese zu verändern, zu trachten und zu glauben, dass Sie durch Lernen erwachen können, Frieden finden können. Ich sage, es ist nicht notwendig, denn Frieden ist bereits hier, Stille ist bereits hier und du bist das. Bitte schön, gibt es Fragen von Ihnen, Sir? Ja, bitte. Können Sie mir sagen, woran man merkt, dass jemand erleuchtet ist oder erleuchtet wird? Fragen Sie jetzt bezogen auf sich selbst oder auf andere? Ja, ich weiß gar nicht, woran jemand allgemein merkt, dass er Erleuchtung hat. Weil jeder sagt da was anderes. Der eine sagt, du kannst Erleuchtung nicht lernen, sie kommt durch dich hindurch. Und ich würde gerne wissen, wie Sie das sehen. Woher kommt Erleuchtung oder woran merkt man, dass jemand erleuchtet ist? Woran merkt man selber das, falls es ist? Nun, der kommt zuerst darauf an, was Sie unter Erleuchtung verstehen. Schwere Frage. Ja, schwere Frage, gentil, weil es so viele unterschiedliche Vorstellungen gibt von Erleuchtung, so viele verschiedene Konzepte von Erleuchtung. Und Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht und haben postuliert, dass dies Erleuchtung sei. Was ist denn nach Ihrer Meinung Erleuchtung? Und ich benutze das Wort Erleuchtung bewusst nicht, denn ich hatte selber eine sehr intensive Erleuchtungserfahrung, das Kundalini-Erwachen, und mir wurde nachher klar, dass auch diese wunderbare Erfahrung, eine transzendente Erfahrung, immer noch zusammenhängt mit Körper und Geist, also nicht absolute Wirklichkeit ist. Immer noch eine Erfahrung von Körper und Geist. Der, der ich bin, ist jedoch weder Körper noch Geist. Deswegen benutze ich das Wort Erleuchtung nicht, insbesondere weil es von vielen yogischen Traditionen benutzt wird und im Westen natürlich sehr schnell übernommen wurde. Und damit werden gewisse Phänomene, Lichtphänomene beispielsweise, oder das Phänomen eines offenen Chakras, des Schädelchakras, assoziiert. Ich spreche, wenn ich von dem absoluten Selbst spreche, vom natürlichen Sein, von Sahaja Samadhi, wie es eben Sanskrit heißt. Das ist nichts anderes als natürliches Sein. Dankeschön. Wer Sie in Wirklichkeit sind, jenseits von jeglicher Erfahrung. Schauen Sie, dass ein Aspekt von all diesen Erleuchtungserfahrungen sind, dass sie kommen und gehen. Und alles, was kommt und geht, ist nicht absolute Wahrheit. Deine Erscheinung kommt, erscheint, ist und wieder geht. Vielen Dank. So viele dieser sogenannten Erleuchteten geben natürlich nicht zu, dass sie wieder gegangen ist. Das stimmt, dass diese wunderbare
die Erfahrung, die er gegangen ist. Er hat schon den Mut, das zuzugeben. Also, es ist besser, indem Sie ergründen, jetzt, völlig unabhängig von jeglicher Erfahrung, von einer transzendenten Erfahrung, wo der Körper verschwunden ist, wo möglicherweise Zeit verschwunden ist. Dass Sie ergründen, wer bin ich? Denn auch in dieser Erleuchtungserfahrung ist etwas nicht verschwunden, dieses Ich. Das Ich der Person mag verschwunden sein, das begrenzte Ich, mit dem wir uns normalerweise identifizieren, Name, Form, Geschichte, Vergangenheit, Zukunft, das mag verschwunden sein, aber etwas Wunderbares ist hier, was wir nicht beschreiben können, etwas Formloses, reines Bewusstsein. Das muss hier sein, sonst kann niemand über Erleuchtungserfahrungen sprechen. Also was ist das, was jetzt hier ist, in vielleicht was Sie als Normalzustand bezeichnen, und was da ist, bei jeglichem anderen Zustand, Erleuchtungszustand, Erwachen, was auch immer. Das Ding ist sehr grün. Was liegt allem zugrunde? Was ist hier, wenn alles wieder weggeht? Gibt es Techniken, die da helfen? Mit dem Ergründen? Kann man mit Hilfe von Techniken näher kommen? Oder? Es gibt ein Mikro. Haben Sie nicht verstanden? Benutzen Sie das Mikro, dann können Sie alle Menschen Sie verstehen. Alle? Ich habe gefragt, gibt es Techniken, die man anwenden kann, die hilfreich sind, um sich selber zu ergründen? Oder ist es einfach nur ein Suchen im leeren Raum? Nein, Suchen im leeren Raum. Rate ich Ihnen nicht. Nutzen Sie das Einfachste, was Ihnen zur Verfügung steht. Denn es hat sich ja gezeigt im Universum, dass das Einfachste immer das Erfolgreichste ist, das Beste. Alles Komplizierte ist in Wirklichkeit nicht so erfolgreich, ist Humbug. Also nutzen Sie das Einfachste, ergründen Sie, wer bin ich? In alles, was Sie wahrnehmen und jemals wahrgenommen haben, was Sie erfahren, jemals erfahren haben und jemals erfahren werden, findet in diesem Ich statt. Deswegen ist diese ganz einfache, simple Frage meiner Meinung nach die beste. Und es benötigt keinerlei Methode, lediglich ergründen Sie, wer bin ich. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Ausrichtung auf Sie selbst. Ich würde sagen, Bewusstsein richtet sich auf Bewusstsein selbst auf. Sollte nicht wiederholt werden, mechanisch oder repetitiv wie ein Mantra, sondern sollte dazu dienen, dass Sie immer wieder erwachen von all Ihren Vorstellungen, wer Sie seien, sein müssten, sein sollten und wer Sie waren. Also dient diese Ergründung eher dazu, alle Hindernisse auflösen zu lassen, die Sie glauben lassen, nicht frei zu sein, nicht, wie diese Frau sagen würde, alle begrenzten Vorstellungen lösen sich auf in der Selbstbegründung mit der Frage, wer bin ich? Ich verfolge diese Frage schon ein paar Jahre auch und ich empfinde sie mittlerweile, muss ich sagen, wie im Falle. Also, weil immer wenn ich mich frage, wer bin ich, kommt tatsächlich ein Konzept oder eine Vorstellung. Und ich frage mich, wie schaffe ich es, dahinter zu kommen? Also wie komme ich sozusagen einen Schritt tiefer in dieser Frage? Ein Konzept auftaucht und ein Meister, der ein Konzept sieht. Also wer sieht das Konzept? Sind Sie hier?
Oder wollen Sie woanders sein, wie hier? Das gelingt mir natürlich auch nicht. Kein Thema. Na, ich suche diesen Zugang und ich mache immer wieder diese Erfahrung, zum Beispiel im Satsang, aber nicht nur im Satsang, dass ich mit Hilfe eines Lehrers wie jetzt ihn tatsächlich so ein Stück auch einen Zugang bekomme und ich sage, einen Geschmack davon bekomme, was Bewusstsein an sich sein könnte. Aber es ist, wenn ich darüber hinaus dann versuche, mit mir alleine wieder diesem Weg treu zu bleiben, dann ist es einfach wieder weg und ich sitze in der Falle. So also wie Sie beschreiben, kauen Sie nur. Kauen? Ja, Sie haben einen Geschmack, aber Sie schlucken nicht runter. Wenn Sie etwas essen, kauen Sie nicht, nicht endlos. Das heißt, es soll sehr gesund sein, wenn Sie sehr viel kauen, 50 Mal, soll sehr gut gesund sein. Ja. Machen die meisten Menschen, machen wir das nicht. Und zum Magen beschwert sich dann, aber so, Sie kauen, aber irgendwann schlucken Sie herunter. So, wenn der Meister Sie verweist auf Selbsterkundung, wenden Sie an und dann beschäftigen Sie sich nicht mehr damit. Genau, wenn Sie gekaut haben, die Linde beschluckt, überlassen Sie doch das Weitere dem natürlichen Sein. Oder dirigieren Sie Ihren Magenschleimhaut. Dirigieren Sie Ihre Gallenblase. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Salpetersäure. Alles geschieht von selbst. Also, Sie gehen zum Meister, er verweist Sie auf das Selbst, sagt, du bist das. Ihre eigene Erfahrung ist aber nicht diese, sondern Sie erfahren sich als Person und sind völlig identifiziert mit der Person und dem Körper. Dann sagt er Sie, wenden Sie an, Selbsterkundung, wir bitten ihn. Also, Sie denken an, wie Sie gesagt haben, eine Erscheinung ist da. Sie hinterfragen, wer Sie sind. Was sind Sie hier? Dann kümmern Sie sich darum. Dann in der nächsten herausfordernden Situation, dann werden Sie es wieder an, wie sei es auch. Ja, bitte schön, ganz hinten. Somebody wants to ask in English, you're welcome. Ich wollte fragen, Sie sprechen von Stille und Frieden und dem Sein. Welche Rolle spielt für Sie die Liebe? Ein und dasselbe. Es ist alles dasselbe. Ein und dasselbe. Stille ist unmittelbar Liebe hier. Unmittelbar Liebe ist hier. Okay. Richtig verstanden, dass Sie so eine Zweiteilung der Dualität machen zwischen dem wahren Sein, dem das, was das ist, oder wie Sie das nennen, und dem, was nicht das ist. Nein, ganz so. Also, es gibt eine Wirklichkeit nur das Selbst. Und es gibt nur eins. Und in Wirklichkeit gibt es nur eins, aber wir müssen ja auch respektieren, dass viele Menschen das anders sehen. Ich würde sagen, die Mehrheit, und wir können nicht so tun, als ob diese für diese Menschen nicht existent sind. Deswegen gehe ich auch darauf ein. In Wirklichkeit gibt es nur das Selbst. Es gibt nur eins. Und das Selbst beinhaltet nicht Körper, Geist und die ganzen Konzepte? Alles entsteht und entspringt diesem Herzen, dem Selbst, dort. Und es gibt nichts außerhalb?
nichts auszuatmen. Und wie kann man dann sagen, der Körper ist nicht wirklich? Nur weil er kaum beginnt. Aber im Moment redet ja dieses Gehirn, diesen lebendigen Körper. Und ist noch voll da. Wie der Körper auch. Mehr oder weniger. Ich habe nichts gegen das Gehirn. Ich finde es wunderbar, denn es ist eine Funktionsweise des Körpers, ist ein Wunder, keine Frage. Aber wir müssen nach tausenden von Jahren von Erkenntnissuche oder Erkenntnisphilosophie auch sehen, dass eben das Gehirn uns kein dauerhaftes Glück gibt. Das sehe ich auch so. Sehr schön. Das Gehirn ist darauf ausgerichtet, um die Welt wahrzunehmen. Und das Gehirn kann die Welt nur so wahrnehmen, wie es die Welt selbst kreiert. Aufgrund alter Hypothesen von Millionen, Milliarden Jahren von Evolution. Sie als gebildeter Mann wissen, dass in Wirklichkeit es keine Farben gibt. Es gibt nur Schwingungen, die das Gehirn übersetzt in Farbe. In Wirklichkeit gibt es keine Farbe, wo Sie würden jetzt nicht sagen, alles ist schwarz-weiß. Ja. Sie akzeptieren die Farbe, wo Sie wissen, aber die Farbe ist an sich nicht existent. Deswegen können wir sowohl über das Wahre sprechen, das Absolute, wie über das Relative. Aber in Wirklichkeit ist nur eins. Und wenn Sie still sind, jetzt, in diesem Moment, kein Gedanke, kein Gefühl. Sofort ist jetzt hier, selbst hier, Friede, Liebe. Danke. Ja, danke, danke. Seien Sie das, seien Sie.